Hallo liebe Leute, willkommen bei Benzoase Flora und Fauna. In diesem Video geht es jetzt hier so ein bisschen um den zusätzlichen Raum. Hier ist jetzt ja schon viel passiert. Also im Endeffekt kriegt ihr jetzt zu sehen, wie die Robinie weggekommen ist, die hier gestanden hat. Aber mir war es wichtig, dass die nicht komplett wegkommt. Daher seht ihr hier den Überbleibsel. Die Robinie gefährdete leider das Gewächshaus und deswegen musste sie etwas weichen, aber in abgeschwächter Version. Über meinem Kopf, da, das war die Robinie und mir war es sehr wichtig, dass sie bestehen bleibt, weil da wächst sie nämlich weiter geradeaus gen Himmel. Genau, wer es sieht, sieht's, nur die Kenner wissen's. So, und hier gibt es nämlich noch eine Robinie. Vor kurzem erreichte mich hier ein Kommentar, wo es hieß, Robinien würden super hier in deine Oase passen. Ich habe jetzt hier welche. Durch die neue Wohnung und die Gartenerweiterung. Direkt über mir ist eine Robinie. Da wurde dann etwas die Robinie gestutzt, die hier so krass übergestanden ist, damit man das zukünftige Gewächshaus halt schützt und die Schildkröten keinen Dachschaden erleiden. Hilfe hatte ich hier durch meinen lieben Freund Benjamin. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Wundervoller Mann. Die Robinie war gefallen und so ging es dann weiter mit Grünschnittentsorgung. Das habe ich einfach jetzt mal zwischengelagert unter Tannen und Lebensbäume. Die können das eh ganz gut gebrauchen. Da wird ja im Endeffekt, wenn es ein bisschen liegt, auch Erde draus. Ja, und da ging das dann hin mit dem Grünschnitt. Den neu gewonnenen Platz bzw. den gesicherten Platz, dadurch, dass der Baum halt zurückgeschnitten wurde, wurde direkt gefüllt mit meinen exotischen Pflanzen, die ich jetzt anders hier in der Oase verteilt habe, damit das einfach mit dem Gießen alles flotter funktioniert. Da habe ich das so ein bisschen aufgeteilt in Exoten, die einzeln stehen werden und Exoten, die hinterher Teil des Freilandgeheges der Riesenschildkröten werden sollen. Heute widme ich mich dem zusätzlichen Raum, das Winterquartier der exotischen Pflanzen, die hier vorne stehen, ist hier vorne durch, und das Winterquartier der Schildkröten. Das wird ja hier passieren. Da muss es jetzt erstmal passieren, dass das Fenster, was da mal war, wiederhergestellt wird. Nächste Woche gibt es auch zusätzlich ein Gewächshaus. Da wird es dann hier diesen Standort geben, angrenzend mit einem Freilandgehege. Und die exotischen Pflanzen habe ich jetzt von den anderen da hinten so ein bisschen separiert, weil das hier sind nämlich die Freilandpflanzen. Angefangen mit Elefantenfüßen, Yuccas, Affenbrotbäumen und Cica Revoluta. Genau, und dann mal gucken. Hier hinter war einst auch ein Fenster, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das wieder aufmachen möchte oder nicht. Dann folgt mir mal kurz mit in die Räumlichkeit. Der Raum der Räumlichkeiten. Das war das Fenster, was man von außen gesehen hat. Darunter ging es noch weiter, wie man jetzt hier gerade sehen kann. Und da es da noch einen Sturz gibt, werde ich den einfach bestehen lassen. Weil das ist hier wie gesagt kein Eigentum. Ich kann es aber kostenlos mitnutzen. Und das ist ja auch eine Bereicherung für den Eigentümer, wenn das hier ganz nett wird. Und ich dann irgendwann weiterziehe Richtung Bauernhof. Aber das ist jetzt noch eine erschwerliche Zeit. Hier gibt es dann auf jeden Fall bald noch Strom rein von einem Freund von mir, der das lieberweise macht. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir da oben die Fenster wieder gängig machen. Ich denke mal, dass die hier früher irgendwie so hauseigen wie so eine Ziege gehalten haben für das komplette Haus, für alle Bewohner. Und das war dann quasi
Ziegengatter, gehe ich stark von aus, weiß ich aber nicht genau. Aber schön, dass es vorbei ist, speziell für die Ziegen. Ja, dann fangen wir doch mal an. Kurze Pause an der Stelle. Ein Anruf kam, das Gewächshaus kommt doch schon heute. Da ist das Gewächshaus. Ich freue mich wie Bolle. Richtig mega. Es fehlen trotzdem noch 2 Pakete. Also kann ich Gewächshaus noch nicht anfangen und widme mich selbstverständlich wieder dem Fenster. Ja, es ist immer was zu tun, aber das ist ja auch gut so, denn es geht voran. Ja, ihr habt es richtig gesehen, der Bohrhammer ist mir um die Ohren geflogen. Der hatte irgendwie einen Wackelkontakt und deswegen habe ich, um den nicht zu überfordern, zwischendurch auf Bohren gestellt und dann wieder auf Bohrhammer-Action und hin und her und kreuz und quer und versucht, so wenig zu bohren wie möglich und intelligent zu bohren. Hat nicht geklappt, somit schulde ich meinem Papa jetzt auf jeden Fall einen neuen Bohrhammer. Tut mir leid, Papa. Eine Schutzbrille, ein Helm und Handschuhe wären auf jeden Fall sehr angebracht gewesen. Ich habe es dann aber nicht eingesehen, mir für die paar Steinchen jetzt einen neuen Bohrhammer zu holen. Hab dann mit Hammer und Meißel händisch weitergemacht. Das Fenster ist eröffnet und hier will ich euch noch kurz mitteilen, diese Pflanzen hier, die werden Teil des Freilandgeheges der Riesenschildkröten, weil das bisherige, was es gibt, das wird komplett umgesetzt, das wird nicht mehr an Ort und Stelle bleiben, wo es bisher jetzt gewesen ist. Bedeutet, dieses schöne Stück hier wird komplett versetzt und wird auch eine andere Größennorm kriegen, wahrscheinlich auch mit so mehr, bisschen mehr Panzerglasscheiben. Fenster ist eröffnet. 80 mal 50. Neues Schloss wurde eingesetzt. Die Geschichte ist jetzt schon ein paar Tage her. Dennoch blende ich euch das hier mal ein. Das war ein ganz schöner Ritt, da das Schloss erstmal rauszubohren und dann neues da reinzusetzen, war relativ easy. Aber ich kann den Raum halt haben, aber ohne Schlüssel. Gerade hatte ich schon mal aufgeschlossen. Direkt viel heller hier drin. Man sieht es auf dem Video so semi-gut. Hier ist jetzt auf jeden Fall offen. Das ist jetzt durch das Fenster, diese Helligkeit. Das hätte ich nie erwartet, dass das so viel heller ist. Genau, oben kommt ein Fenster rein, 80 mal 50. Unten kommt noch ein Fenster rein. Und da oben, das wird auch noch kommen, Scheunenfenster. Ja, und dann denke ich mal an die Schildkröten. Und meine exotischen Pflanzen. Doch auf jeden Fall eine ganz gute Alternative, über den Winter zu kommen. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Gespenstoase, Sumus Uno, Gewächshausbauerei und vieles, vieles mehr. Schaltet wieder ein, bleibt mir treu, macht mal ein paar Herzen hier, kommentiert das Ganze, teilt das sehr gerne und ja, wir sehen uns sehr bald wieder. Auf Wiedersehen.